müde. Und bald ist Essenszeit. So eine Menge Farbe wurde verwendet. Es hat sich ja ziemlich lange gedauert. Ja. Kit, du flippst immer wegen deiner Zwangsstörung aus. Und Patty zeichnet den ganzen Tag lang irgendwelche Sachen. Ich bin die einzig Normale unter euch und werde am ehesten müde. Und trotzdem erlaubt der Doktor ein solches Verhalten. Egal wie spät wir auch kommen, nie bestraft er uns. So eine Menge Farbe. Verstehst du, warum wir immer zu spät kommen? Jemand will sich über uns lächerlich machen? Weiß nicht. Hey Leute. Kit ist schuld, dass wir immer zu spät sind. Jeden Tag will er alles perfekt symmetrisch haben und überprüft jeden einzelnen Gegenstand, bevor wir das Haus verlassen. Und das ist das Ergebnis. Naja, um der Symmetrie willen müssen wir eben Opfer bringen. Und du wagst es auch noch, so etwas zu sagen. Egal. Es hat eh keinen Sinn, mit dir darüber zu reden. Das ist jetzt nicht das richtige Thema, oder? Schluss jetzt, ich bin müde. Bringen wir dem Doktor einfach den Bericht und dann gehen wir nach Hause. Ja, er ist einfach zu gut geworden. Ich habe ein Bild vom Doktor gemalt, obwohl es fast unmöglich für mich war. Pattys Zeichnung vom Doktor ist wirklich gut. Jedoch ist sie ein wenig asymmetrisch. Redest du schon wieder davon? Die Schraube im Kopf des Doktors macht ihn asymmetrisch. Egal wie oft du ihn zeichnest, er wird immer asymmetrisch bleiben. Ja, du hast recht. Die Schraube ist das Problem. Stimmt. Was ist, Kit? Du siehst plötzlich so ernst aus. Die Schraube des Doktors beschäftigt mich. Warum ist er asymmetrisch? Nein, erstmal, für was ist die Schraube eigentlich gut? Egal, für was sie ist. Sie wird schon ihren Wert haben. Beeilen wir uns lieber und gehen zu ihm. Jetzt beschäftigt mich die Schraube auch. Ich will sie anfassen. Das ist leichter gesagt als getan. Denke ich. Wo ist eigentlich das Zimmer des Doktors? Ehrlich mal, wofür ist die Schraube gut? Mann, kannst du das nicht endlich vergessen? Hier ist das Zimmer des Doktors, oder? Doktor! Verschlossen. Oh, sie öffnet sich. Ziemlich dunkel hier. Wo ist der Lichtschalter? Der hier? Was ist das? Was für ein großes Zimmer. Sieht fast so aus wie ein Büro. Und es gibt sogar Reagenzgläser. Sieht aus wie das Zimmer eines Wissenschaftlers. Da steht sogar ein Bett in der Ecke. Stimmt. Liegt da etwa jemand drauf? Die Gerätschaften liegen hier alle verstreut. Hey, jemand liegt im Bett. Er hat einen weißen Ärztekittel an. Ich sehe jemanden mit einer Schraube im Kopf. Es gibt nur eine Person, die so aussieht. Deswegen kann das da niemand anders als der Doktor sein. Hey Doktor! Hey Doktor! Wir sind gekommen, so wie Sie gesagt haben. Schütteln weckt ihn auch nicht auf. Vielleicht sollte ich einfach schreien. Warte. Das ist unsere Chance, richtig, Patty? Machen wir es lieber, solange der Doktor noch schläft. Das beschäftigt uns doch immer noch, oder, Kit? Oh ja. Was? Was beschäftigt euch immer noch? Des Doktors. Schraube! Ich will sie anfassen. Hey, Patty! Er wird uns umbringen, wenn er aufwacht und dich erwischt. Was wohl passiert, wenn wir an der Schraube drehen? Was? Bist du etwa auf ihrer Seite? Meinst du so? Ja, genau so. Der Doktor dreht immer so daran. Genau so. Genau so. Dreh sie. Dreh sie. Dreh genau sie. So. Dreh sie. Dreh sie. Genau so. Nein, erstmal. Für was ist die Schraube eigentlich gut? Egal, für was sie ist. Sie wird schon ihren Wert haben.
Beeilen wir uns lieber und gehen zu ihm. Jetzt beschäftigt mich die Schreibe auch. Ich will sie anfassen. Das ist leichter gesagt als getan, denke ich. Wo ist eigentlich das Zimmer des Doktors? Ehrlich mal, wofür ist die Schraube gut? Mann, kannst du das nicht endlich vergessen? Hier ist das Zimmer des Doktors, oder? Doktor? Verschlossen. Oh, sie öffnet sich. Ziemlich dunkel hier. Wo ist der Lichtschalter? Der hier? Was ist das? Was für ein großes Zimmer. Sieht fast so aus wie ein Büro. Und es gibt sogar Reagenzgläser. Sieht aus wie das Zimmer eines Wissenschaftlers. Da steht sogar ein Bett in der Ecke. Stimmt. Liegt da etwa jemand drauf? Die Gerätschaften liegen hier alle verstreut. Hey! Jemand liegt im Bett. Er hat einen weißen Ärztekittel an. Ich sehe jemanden mit einer Schraube im Kopf. Es gibt nur eine Person, die so aussieht. Deswegen kann das da niemand anders als der Doktor sein. Hey Doktor! Hey Doktor! Wir sind gekommen, so wie Sie gesagt haben. Schütteln weckt ihn auch nicht auf. Vielleicht sollte ich einfach schreien. Warte. Das ist unsere Chance, richtig, Patty? Machen wir es lieber, solange der Doktor noch schläft. Das beschäftigt uns doch immer noch, oder, Kit? Oh ja? Was? Was beschäftigt euch immer noch? Des Doktors. Schraube! Ich will sie anfassen. Hey, Patty! Er wird uns umbringen, wenn er aufwacht und dich erwischt. Was wohl passiert, wenn wir an der Schraube drehen? Was? Bist du etwa auf ihrer Seite? Meinst du so? Ja, genau so. Der Doktor dreht immer so daran. Genau so. Genau so. Dreh sie. Dreh sie. Genau so. Dreh sie. Genau so. Wie bestraft er uns? So eine Menge Farbe. Verstehst du, warum wir immer zu spät kommen? Jemand will sich über uns lächerlich machen? Weiß nicht. Hey Leute. Kit ist schuld, dass wir immer zu spät sind. Jeden Tag will er alles perfekt symmetrisch haben und überprüft jeden einzelnen Gegenstand, bevor wir das Haus verlassen. Und das ist das Ergebnis. Naja, um der Symmetrie willen müssen wir eben Opfer bringen. Und du wagst es auch noch, so etwas zu sagen. Egal. Es hat eh keinen Sinn, mit dir darüber zu reden. Das ist jetzt nicht das richtige Thema, oder? Schluss jetzt, ich bin müde. Bringen wir dem Doktor einfach den Bericht und dann gehen wir nach Hause. Ja, er ist einfach zu gut geworden. Ich habe ein Bild vom Doktor gemalt, obwohl es fast unmöglich für mich war. Pattys Zeichnung vom Doktor ist wirklich gut. Jedoch ist sie ein wenig asymmetrisch. Redest du schon wieder davon? Die Schraube im Kopf des Doktors macht ihn asymmetrisch. Egal wie oft du ihn zeichnest, er wird immer asymmetrisch bleiben. Ja, du hast recht. Die Schraube ist das Problem. Stimmt. Was ist, Kit? Du siehst plötzlich so ernst aus. Die Schraube des Doktors beschäftigt mich. Warum ist er asymmetrisch? Nein, erstmal, für was ist die Schraube eigentlich gut? Egal, für was sie ist. Sie wird schon ihren Wert haben. Beeilen wir uns lieber und gehen zu ihm. Jetzt beschäftigt mich die Schraube auch. Ich will sie anfassen. Das ist leichter gesagt als getan, denke ich. Wo ist eigentlich das Zimmer des Doktors? Ehrlich mal, wofür ist die Schraube gut? Mann, kannst du das nicht endlich vergessen? Hier ist das Zimmer des Doktors, oder?
Doktor? Verschlossen. Oh, sie öffnet sich. Ziemlich dunkel hier. Wo ist der Lichtschalter? Der hier? Juhu! Was ist das? Was für ein großes Zimmer. Sieht fast so aus wie ein Büro. Und es gibt sogar Reagenzgläser. Sieht aus wie das Zimmer eines Wissenschaftlers. Da steht sogar ein Bett in der Ecke. Stimmt. Liegt da etwa jemand drauf? Die Gerätschaften liegen hier alle verstreut. Hey.